Der Dalsfjord. Angeln am und im Hexenkessel. Dort, wo Süß- und Salzwasser sich treffen, erwächst das Fisch-Eldorado. Viele Rekorde wurden hier in den letzten Jahren aufgestellt. Ob Meerforelle, Lachs, Dorsch, Leng oder Seelachs. Kein Zentimeter gönnt er mir. Ein Wahnsinn. Das macht Laune hier bei so einer Kulisse. So einen geilen Fisch im Drill. Yes, ja! Da ist er! Jawohl, schöner Köder. Nicht so weit vorhalten, halt mal ein Stück zurück. Da ist er! Schönes Ding. Geiler Fisch. Und hier schön vorne gehakt, das Biest. Ja, das ist Biebschick, ne? Ja, das ist der Dalsfjord, Leute. Wir haben hier insgesamt 7 Wohneinheiten. Von der kleinen Zweierwohnung bis zum geräumigen 6-Personen-Apartment ist hier alles dabei. Ich stehe jetzt hier gerade in Wohnung 3. Rechts neben mir ist die 2 und unter uns die 1. Die Wohnungen sind alle komplett neu, die sind maximal 1 bis 2 Jahre alt, die sind top ausgestattet, hier ist alles vom Feinsten, wir haben hier eine große Küche mit modernem Herd, neues Badezimmer, die Betten sind neu, das ist alles hier wie geleckt und wir schauen uns jetzt mal an, was die Anlage hier sonst noch so zu bieten hat. Wir sehen hier die ebenfalls ganz neue Bootsflotte des Dalsfjord Fiskecamp. Es gibt unterschiedliche Bootstypen, die man hier wochenweise mieten kann. Für 2 Personen reicht es aus, wenn man so ein kleines 16 Fuß 9,9 PS Kajütboot mietet. Es gibt aber hier auch die klassischen Ölienboote mit 18 Fuß Länge. Die sind mit 25 PS bzw. auf Wunsch auch mit 40 PS Motoren ausgestattet. Gerne kann man, wenn man ein bisschen schneller unterwegs ist oder Offshore angeln will, auch dieses neue Smartliner-Boot hier mieten mit 19 Fuß 50 PS. Alle Boote sind ausgestattet mit Lawrence HDS-5 Kartenplottern, Echolot und GPS und den entsprechenden Seekarten da drauf. Unser deutschsprachiger Vermieter Reinhard hat uns hier eben schon ein bisschen rumgeführt. Ihr seht jetzt hinter mir den Filetierplatz mit Beleuchtung, fließend Wasser. Hier rechts hängt immer noch eine aktuelle Gezeitentabelle aus. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, zu meiner Linken ist noch eine große Halle. Da haben wir große Industrietiefkühler mit minus 30 Grad, wo ihr euren Fang dann fachgerecht einfrieren könnt. Ihr habt hier genug Platz, um die Seekarte zu studieren und eure Floater zum Trocknen aufzuhängen. Man kann hier hochwertiges Leihgerät ausleihen, alle möglichen Routen, Multirollen, Elektrorollen, Stationärrollen. Es gibt hier einen kleinen Angelshop. Also infrastrukturell ist das Camp hier nicht nur sehr sauber, sondern auch perfekt aufgestellt. Und hier seht ihr einen der großen Vorteile dieser Anlage. Aufgrund der exklusiven Lage hinten im Fjord ist hier praktisch nicht mit Ausfalltagen zu rechnen. Man hat hier kaum Wind. Man kann hier mit einem Kajak langfahren, das ist überhaupt kein Problem. Man hat hier auch mit kleineren Booten überhaupt keine Sorgen, dass man nicht rausfahren kann. Es kann natürlich mal ein bisschen regnen, aber generell Wind hat man hier eigentlich fast nie. Unser Besuch am traumhaften Dalsfjord war viel zu kurz.